Aus einem Seitenschacht fühle ich einen eisigen Luftstrom kommen. Der Lärm und der Gestank der Fledermäuse sind unbeschreiblich. Beklommen frage ich mich, wohin mich meine Neugierde diesmal geführt hat. Doch dann, endlich, finde ich, was ich gesucht habe. Ist sie nicht prächtig? Diese Schlangen bewegen sich ausgesprochen flink. Man findet sie überall in den Wäldern, in einem breiten Spektrum von Arten im ganzen Land. Aber ein paar der Burschen haben den Nahrungsreichtum in den Höhlen entdeckt. Fledermäuse, Schwalben, Mauersegler und natürlich allerlei Frösche und Mäuse. Und so haben sie begonnen, die Höhlen aufzusuchen. Ein paar von ihnen verbringen so viel Zeit hier unten, dass sie kaum mehr an die Oberfläche kommen. Dieser Bursche kommt in verschiedenen Grautönen daher, während seine Verwandten im Wald grün sind. Ich frage mich, wie lange er schon hier unten sein muss, um so einen Teil seiner Färbung zu verlieren. Sie gehen hier also auf die Jagd. Normalerweise halten Schlangen nach lebender Beute Ausschau. Sie reagieren auf ihre Bewegung, beißen zu, erwürgen und verschlingen sie. Aber diese Burschen haben gemerkt, dass viel tote Nahrung herumliegt, wie zum Beispiel junge Vögel, die aus dem Nest gefallen sind. Und nach einiger Zeit sind aus den Schlangen halbe Aasfresser geworden, was sehr ungewöhnlich ist. Es wäre interessant zu sehen, wie sie eine Fledermaus fressen. Sie verschlingen sie mit dem Kopf voran, aber dann stehen die Flügel heraus und sie müssen sie hin und her drehen, bis sie ganz drinnen ist. Ich würde das gern mal sehen und in solchen Höhlen dürfte es oft passieren. Unglaublich. Komm her zu mir. Ist sie nicht prächtig? Sowas habe ich noch nie gesehen. Du bist eine Schönheit. Diese Schlangen sind wundervoll und so freundlich. Sie ist nur neugierig. Zum Fressen ist der Kerl zu groß, also kümmere ich mich nicht weiter um ihn. Schlangen können natürlich die Größe ihrer Beute einschätzen. Auch wenn ich irgendein Säugetier wäre, sie wüsste, dass sie mich nicht verschlingen könnte. Der Mensch hat meistens keinen Grund, sich vor Schlangen zu fürchten, weil er zu groß ist, um gefressen werden zu können. Eine Ausnahme ist da der Python, nach dem ich suche. Diese Schlange kann Menschen fressen. Ich lasse den Burschen jetzt frei. Ich habe ihn mir ausgiebig anschauen können. Aber jetzt muss ich irgendwie wieder aus der Höhle rauskommen. Der Kinabatangan führt mich meinem Ziel entgegen. Doch der Weg dorthin ist weniger direkt, als ich gehofft habe. Nach zahllosen Windungen habe ich keine klare Vorstellung mehr davon, wie weit ich schon gekommen bin. Und wie viel noch vor mir liegt. Ich muss herausfinden, wo ich mich befinde. Hat man das Ufer erst einmal hinter sich gelassen, kann man sich leicht verirren. Grünes Gewirr, wohin man auch blickt. Aber ich weiß eine sichere Methode, wie ich mich zurechtfinden kann. Hoch oben in den Wipfeln habe ich einen guten Überblick. Im Westen liegen die Berge mit der Quelle des Kinabatangan, dort, wo ich den Menschenfresser-Python vermute. Ich hab sie!
Sehen Sie sich das an. Ist sie nicht prächtig? Ich nehme sie mit. Ich habe sie. Eine Mangroven-Nachtbaumnatter. Die wollte ich schon immer fotografieren. Eine wunderschöne Schlange. Und sie hat gute Tricks auf Lager, so wie sie sich hier festhakt. Aber während du hier rumhängst, komme ich an meine Kamera ran. Ja, hab sie. So eine wollte ich schon immer fotografieren. Das werden fantastische Bilder. Ich zeige Ihnen, was ich meine. Wenn ich's nur schaffe. Einen Moment. Okay, das ist ab. Jetzt noch anschalten und den Blitz ausfahren und ich bin bereit. Denn wenn diese Burschen sauer werden, gehen sie auf einen los. Es ist eine Trugnatter. Wie giftig sie ist, weiß man nicht. Wenn sie sich ärgern, blasen sie ihren Hals auf und schlagen nach einem. Ich heb sie ein bisschen höher. Sehen Sie den Kopf und die Zunge? Prächtig. Für mich gehören sie zu den schönsten Schlangen der Welt. Ich bringe sie zu einem Baum in eine gute Position. Sie leben auf Bäumen und kommen dort überall hin. Sehen Sie sich das an, wie schnell und ohne jegliche Mühe sie sich bewegt. Sie scheint nur so dahin zu gleiten. Sehen Sie, unglaublich, wie sich diese Schlangen bewegen. Ein Muster, das über den Baum fließt. Und jetzt kommst du wieder zurück. Diese Tiere fressen alles, manchmal sogar andere Schlangen, aber vor allem Frösche, Echsen und kleine Mäuse. Sie nehmen alles, was in ihr Maul passt. So könnte ich meine Bilder bekommen. Sie heißen Mangroven-Nachtbaumnattern, weil sie häufig in Mangrovenwäldern leben und dort jagen. Mit den grellgelben Bändern warnen sie vor ihrem Gift, auch wenn es sich um einen Trick handelt, weil dieses Gift gar nicht so stark ist. Sie können eine ziemliche Show abziehen, aufgeblasener Hals, aufgerissenes Maul und dann diese grellgelbe Bänderung. So stellen sie sich als sehr gefährlich dar. Es erstaunt mich immer wieder, wie sich Schlangen fortbewegen. Stellen Sie sich vor, ohne Arme und Beine über einen Ast zu gleiten, auf dem Sie nicht mal Halt fänden. Wieder streckt sie ihren Hals aus, hakt sich damit um einen Ast und zieht dann den Körper nach. Dann macht sie einen Knoten um den nächsten Ast. Dieser Bursche kann immer so weiterklettern, bis in die höchsten Wipfel. Es gibt Schlangen, die wir primitiv nennen, weil ihre Giftzähne nicht so hoch entwickelt sind. Die Arten mit den vorne stehenden Giftzähnen sind normalerweise die gefährlicheren. Bei den Trugnattern sitzen sie dagegen etwa auf Höhe der Augen. Wenn ich das Maul etwas öffne, können sie die Zähne sehen. Aber sie sind sehr klein. Hier sind zwei Reihenzähne. Im Ganzen hat sie sechs. Wenn sie damit zubeißen, machen sie Kaubewegungen. Es sind keine Hohlnadelzähne wie bei den Vipern. Sie haben Furchen, durch die das Gift in die Wunde gelangt. Man nennt die Schlangen Trugnattern wegen den weit hinten im Kiefer liegenden Giftzähnen. Wenn sie einen Frosch, eine Maus oder irgendetwas anderes beißen, halten sie es fest und kauen. Und sie kauen weiter, bis das Gift austritt und über die Furchen in das Opfer fließt. Jetzt ist sie ein bisschen sauer. Fantastisch. Gleich noch eins. Wie sie mit aufgerissenem Maul zustößt. Ich hab dich. Diese Kletterschlangen entwickeln unglaubliche Kräfte. Probieren wir es aus. Sehen Sie den Ast und wie sie sich streckt, um ihn zu erreichen. Was für eine Kraft muss sie im Hals haben, so auf meiner Hand balancierend. Sie will rauf. Der ganze muskulöse Körper streckt sich kerzengerade hoch und sie schafft es. Fantastisch, wie sie sich mit dem Kiefer einhakt. Schlangen sind so magisch.